Yo meine Verrückten und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Minecraft Hardcore zusammen mit dem Kai. Hallöchen. Na? Na? Na so. Und wir sind hier jetzt wieder zurück in der Hardcore-Welt. Ich habe jetzt 11 Zucker im Inventar. Hast du noch ein bisschen was gekriegt? Nein. Nee, aber da hinten ist noch ein bisschen was gewachsen, weil wir haben jetzt hier nochmal einmal kurz auf dem Server gechillt, damit hier vielleicht nochmal ein bisschen was wächst, weil das ist ja immer ein bisschen langweilig, wenn das in der Aufnahme hier alles, wenn wir das so, in der Aufnahme alles wachsen lassen müssen. Ich baue mich erst mal runter, mache mir gleich Leiter, ne, und dann... So, ich muss erstmal Minecraft Sound ein bisschen leiser machen, deshalb... Mal so auf die Nerven. So, zack. So, ich guck, jetzt komme ich schon wieder nicht hoch, Alter. So, Musik und Geräusche, feindliche Kreaturen muss ich auch mal auf 100% machen, damit ich die auch mal richtig höre, die lieben Monster. Deswegen höre ich die mal nicht so richtig. So, zack, okay. Hier ist auf jeden Fall ordentlich was gewachsen. Ich habe jetzt schon 54. Okay, da können wir zumindest schon mal gleich ein paar Bücherregale mitmachen. Sonst gehe ich gleich nochmal auf die Suche. Weil wir wollen jetzt ja mal langsam anfangen, hier zu verzaubern. Und das geht halt nicht ohne Zuckerrohr. Da brauchen wir schon ein bisschen was. Nee, das ist Scheiße ohne Zuckerrohr. Richtig, das ist ein bisschen Kacke. Kacke mit Double G. Und wie viel Zuckerrohr hat schon? Ich habe jetzt, warte, ich guck gleich mal. Ich habe 64er Stack und 21. So, dann jetzt erstmal kurz reingehen, bisschen craften und voll über der Weizenfeld rennen. Lolo. Ja. Nö, ich bin nicht drüber gelaufen, hat keiner gemacht. Alter, was machst du denn hier eigentlich? Ja, das funktioniert noch nicht ganz. Aha. Du baust das auch richtig komisch hier. Ja, ich habe vergessen, ich habe noch ein paar Dingsens, muss ich noch machen. Du hast da ein paar zu wenig Leitern gehabt. Genau. Ein paar zu wenig Leitern, ey, beste Deutsch ever. Alter, ein paar zu wenig Leitern. Beste Deutsch EU. Was EU. Los? So, warte. Komm. Warum ist da eine Leiter? Weil du die dahin geplantet hast. Nee, das kann gar nicht sein. Nö. Hä? Warum sind da Leitern? Ja, weil du die da gerade eben hingesetzt hast. Ich habe mich nämlich auch schon gewundert, warum du da Leitern hingepackt hast, wollte aber nicht unbedingt was sagen. Hätte ja sein können, dass das einen Grund hatte. Ja, natürlich so, ich hat das einen Grund. 28 Bücher. Guck mal, ne? Und ich habe da gerade eine Leiter gebaut und wollte gerade schon wieder so seitlich da irgendwie versuchen hoch zu racen. Ach, aber jetzt ja kann man ja blöd. Gechillt da hochgehen. Okay, Und ich habe unter einem meiner Videos einen Kommentar bekommen, dass wir uns bitte ein schönes Haus bauen wollten. Deswegen wollten wir jetzt erstmal hier nachfragen, ob ihr überhaupt sozusagen sehen wollt, dass wir uns ein vernünftiges Haus bauen, oder wollt ihr einfach nur den Survival-Aspekt diesen Projekt hier sehen. Möchtet ihr gerne, dass wir uns ein Haus bauen, oder möchtet ihr es nicht? Ja, genau. Schreibt es in die Kommentare. Das ist die Frage aller Fragen. So, okay, 8 Bücherregale habe ich jetzt. 8 ganze. So, zack, zack. Erstmal hier die ganzen Kram hinstellen. Das, den ganzen... Abgeerntet. Ja, ist schon alles, einer ist da noch. Alles weg. Oh, ist da wieder einer nachgewachsen. Das ist da natürlich super. So, zack, noch einen. Brauchst du noch einen, damit du noch ein Bücherregal hast? Nee. Ich kann noch eins gerade machen. So, zack. Jetzt können wir auf Level. Level 20 entscharren. Okay, das ist natürlich. Sofa. Das ist natürlich schon mal richtig fresh. Jetzt müssen wir nur noch Level 30 hinkriegen. So, was wollen wir jetzt machen? Okay, Alter, wie ich diese Leitern hasse. Ne, warte mal, wir müssen... Bist du runtergeflogen? Ja, wir müssen... Aber obwohl hier passiert nicht so viel. Ich sag ja nur Bloody Beach, ne? Also der war ja wieder hier ganz, ganz skillhaft, ey. Alter Falter, ey. So, wat? Aber da hat... Hier zuliebe. Ja, da hat der liebe... Da hat der liebe Weiß mir auch eine leichte Kampfansage auf der Gamescom gemacht. Genau. Kann man schon so verhöhen lassen. Und ich muss auch heute unbedingt Bloody Beach aufnehmen, beziehungsweise morgen. Ich habe das ja ein bisschen vernachlässigt, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Habe ich heute auch übrigens auf Twitter gepostet. Ja, sorry, weil ich hatte einfach die letzten Tage keine Zeit. Die ganzen Videos waren... Sieht zwar nicht schön aus, aber so kann der Patrick wenigstens nicht runterfallen. Waren ein bisschen vorproduziert. Genau. So ein wenig. So, Alter, hier sind noch Schweine. So, die nehmen wir jetzt mal direkt mit. Wo bist du denn schon hingegangen? Ich laufe einfach hier hinten wieder ein Stück lang und guck mal hier so ein bisschen an den Seen, wo ich noch nicht war, ob hier vielleicht... Wo bist du am Wasser entlang gelaufen? Ja, ja. Obwohl, warte mal, in die Richtung ist ja wieder blöd. Hey, komm mal zu mir wieder. Ja, ich komm wieder zurück. Warte, eine Sekunde. Warte mal eben kurz. Ich bin gleich wieder da. Okay. Ich baue so lange eben gut mal. Kohle. Bist du bei unserem Haus? Ja, in der Nähe da. Okay, das ist gut. Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist Schenkenwurst, das ist Erdbeerkäse und das ist Marmelade. Ich weiß gar nicht, ob ich die Marmelade überhaupt sage. Nee. Klopapier. Achso, ja, also
Ich esse zur Not auch Klopapier. Ja. Ja. Manchmal esse ich. Manchmal stopfe ich mir auch ganz viele Bonbons in den Mund. Pompoms, sagt sie. Pompoms. Ja. Ich stecke mir manchmal ein Pompon in den Mund, aber ab und an stecke ich mir auch mal zwei oder mehrere Pompoms in den Mund. Oder ganz viele. Nam, nam, nam. Lecker. Pompoms. Ja, ich habe nur mal so eine zusammengeschnittene Version davon gesehen. Aber ASI-TV, ey, da gibt's so viel behinderten Scheiß, ey. Junge, der ist grün, Alter. Ich wirklich, ey. Nadine the Brain war auch auf jeden Fall auch das Beste, ey. Vor allem, wie sie dann auf dem Dings haben. Also, die sagt auch, die packt auch da den Kühlschrank aus, sagt, schenken wir's. Erdbeerkäse. Ja, ich weiß gar nicht, was sie sagt. Das Schinkenwurst, Leberwurst und das ist Erdbeerkäse. Naja, und dann packt die und dann kommt die doch da auch rein. Und steht doch da Territorium, glaube ich, oder so. Heißt das so? Ja. Territorium? Ich glaube, ja. Ich glaube, so heißt es. Ich, irgendwie verwirrt mich das immer, weil ich halt immer nur mein Terrarium sag, so wie Dingsamsa, wie das sagt sie nämlich auch. Dann, ja, und dann dein Terrarium. Und dann, wo bist du jetzt schon wieder hin? Hier, ich bin hinter dir. Nee, ich bin hinter dir. So. Und dann hängt sie ja da auch vor der Tür. Ich kann das gar nicht. Nee, das war bei mein Terrarium. Was ist das da für Buchstabe, ey? Ich kann das gar nicht lesen, ey. Boah, ey. Falls ihr das noch nicht kennt, Nadine the Brain, einfach mal oben bei YouTube eingeben, da seht ihr mal wieder die Schlauheit des deutschen ASI-TVs, ey, da wirklich die RTL. Die ist wieder RTL 2, ist ja noch besser als RTL. Da läuft ja noch mehr der geilste Shit ever. Also das war glaube ich bei Frauentausch Nadine the Brain, ey. Und dann, es wird schon wieder dunkel. Dann chillt die auch auf ihrem Sofa, ne, und sagt auch noch so, Fernseh bildet mein Mann. Meine Kinder. Fernseh bildet meinen Mann, viel daraus zu lernen kann. Zum Beispiel Kindererziehung, Kochen und sowas, Alter. Und dann sagt sie auch, der geilste Spruch, den sie gebracht hat, die Pizza kommt frisch von Steinofen. Ich hab so gedacht, jetzt ist wirklich, also ich hab gedacht, schlimmer geht's nicht mehr, als sie da vor der Haustür stand. Was ist das da für ein Buchstabe, ey? Ich kann das gar nicht lesen, oder? Da steht, boah, Bios für mich Abfall. Geht noch schlimmer, ey. Hätten wir uns einen Spawner damals mitnehmen sollen. Ja, hätten wir auch. Ja, deswegen, da haben auch ein paar Leute bei mir drunter geschrieben, boah, ey, wieso nimmt ihr denn nicht den Sattel mit? Ja, vergessen, würde ich mal sagen. Beziehungsweise, ich hatte da gar nicht dran gedacht, dass das ist ein Enderman. Ich gucke den ganze Zeit so gemütlich wieder hin. Ich hätte das gerade sagen sollen. Ich habe das gerade total verpeilt, dass da ein Enderman ist. Beziehungsweise, Hallo. Ich weiß, dass da ein Enderman ist, aber... Ach, da sind schon wieder zwei. Ah, nee, der verliert nur den Kopf. Pass auf, da ist ein Creeper. Bam. Ja, er hat mir nichts gezogen. Zack. So, und auf jeden Fall Nadine the Brain, ey, geilste... Warte, ich muss ihm essen. Tante Emma. Please wait a moment. Oh Gott, hier ist ein Skelett. So, oh, das ist wieder geruckelt so ein bisschen. Zack. So. Läuft bei dir. Nee, aber. Und da gibt's auch noch geilere Leute. Wie hieß die denn nochmal? Die ist auch geil. Das ist. Oder mit dieser Kinderschokolade. Welche Kinderschokolade? Irgendwie Kinderschokolade ist gut für meine Kinder, denn ach, da ist so, Kindermilch genau. drin. Irgendwie ja, sowas. Ja, 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 das hat Nadine the Brain auch noch gesagt. Aber da gibt's wirklich auch noch eine, die sprengt auch noch den Rahmen. Wo bist denn du? Ich glaube, man muss... Bist du schon wieder hingelaufen? Bist du über den Berg hier gerade nicht rübergelaufen? Ich bin im Wald irgendwie noch so ein bisschen. Ach so, ja, ich bin gerade über den Berg rübergelaufen. Über den ganz hohen? Nee, warte, hier hinten bin ich. Warte, du, ich habe dich doch gerade eben noch im Berg gesehen. Oh Gott, hinter mir kommt jetzt was. Alter, hier kommen einfach ein paar Zombies angesprintet, ey. Patrick, wo bist denn du? Da, hier, ich sehe dich doch da oben. Hier unten bin ich, hier auf diesem Vorplatz. Hä, ich hab dich doch gerade eben laufen sehen, oder war es die Kuh? Hier! Da, hallo! Ich bin die ganze Zeit hier unten am Chillen. Ach so. Nee, auf jeden Fall, es gibt da noch die geilere Version. Die heißt, ich glaube, die heißt ab und an, heißt sie in den ASI-TVs, nicht Nadine, sondern Dominique oder Eileen heißt die, Alter. Wirklich, das ist die das ist auch so eine Tante, ne? Die ist so eine. Also, wirklich, ey, Alter. Und dann bei der einen Dingsamster, bei der einen Folge, da weiß ich nicht, vor allem allein schon der Kommentator, Leckermäulchen Eileen versteht nichts von ihr Lover irgendwie, keine Ahnung, sammelt da irgendwie Blätter oder sowas, ne? Und Leckermäulchen Eileen findet das ein lästiges Hobby oder sowas, sagt der jetzt in Kommentar. Ne? Ich denke schon so, Alter, nee, ey.
Vor allem, die ist dann auch so genial, ne? Dann erschnurrt die sich Sachen, also so Sachen, die sie auf die Pizza drauf donnern kann, ne? Ja. Und weißt du, was sie auf die Pizza drauf kloppt? Was denn? Erstmal Tomatensoße, dann richtig viel, ja, Tomatensoße, ja, ist ja normal, ne? Dann ganz viel Käse, dann geht's los, dann kloppt sie Wiener Würstchen auf die Pizza drauf, kloppt nochmal Käse oben drauf, dann denkt sie sich, ja, hier irgendwas mit salzig, süß und so ein Kram und kloppt nochmal richtig viel Milka-Schokolade oben drauf, ne? Auf die Pizza. Kloppt dann nochmal Dingsams, da kloppt dann nochmal Käse drauf. Dann macht sie noch Schokoküsse auf die Dingsams da. Alter, ne? Ich hab einen Bogen gedroppt. Ja. Ich hab auch schon einen Bogen. Da denkst du dir einfach nur, ey, was ist mit der schiefgegangen? Vor allem auch viel geiler ist dann auch. Gibt's noch was anderes? Das müsst ihr einfach mal bei YouTube suchen, ey. Das ist einfach mal nach Assi TV und Dominik oder so gucken, Alter. Ich hab mir da schon so auf den Arsch weggelacht. Einfach, wenn ihr Langeweile habt, einfach mal danach suchen, ey. Und wirklich, ey, da, keine Ahnung, ey, da weiß ich nicht, ey. Da fällt einem auch nichts mehr zu ein, ey. Vor allem dann, die gibt's. Oh Gott. Gerade voll am Rucken hier, der Kram. Mini-Zombies. Wow, echt, wie ich sie hasse, ey. Diese Mini-Zombies sind so nervig. Ja, sind die auch. Nee, aber echt, ey. Boah, nee, ey. Welches Level bist du? Ja, und dann, ja, bin ich. Ich bin Level 37. Wow, pass auf. Auch am geilsten ist sie dann, dann sitzt sie mit ihrer Freundin in der Fahrschule, ne? Aha. Und, dann holen die da erstmal im Theorieunterricht, da holen die da erstmal so in der Fahrschule, holen die da erstmal ein Glas Nutella raus, noch irgendwas zu fressen und ziehen sich da erstmal ein Glas Nutella rein und ja, dann ist da noch so eine andere altbekannte Tante, das sind ja mit dem, meistens sind es ja wirklich Schauspieler, also ja, weiß ich. Bei Nadine the Brain bin ich mir nicht so sicher, das ist nämlich, oh, aber die das sind trotzdem strohdumm. Ja, Frauentausch ist, glaube ich, nämlich nicht, also Frauentausch ist vielleicht sogar gescriptet, aber ist nicht unbedingt. Hier ist übrigens eine Dingsens, ne? Hier ist eine Schlucht. Ja, ist und aber leichte. Nicht unbedingt hier, wie heißt es? Ich denke mal. Ja, also ich denke mal nicht, dass es könnte sogar wirklich Realität sein, aber da ist es ja ein bisschen gescriptet und dann ist da eine, die ist auch noch so hammerhart, Alter, das ist so. Wo ist denn jetzt schon wieder hin? Upsala. Bin immer auf dem einen Platz. Okay, warte, ich lauf zurück, ach, da hinten bist du. Nee, echt, die reißt auch alles, ey, ne, denn. Ich bin jetzt Level 38 gerade geworden. Sahne, die Serie oder so, wie, also, das heißt, Sahne ist mein Leben, heißt diese. Sahne ist, die solche fetten Leute dann, oder? Nee, die ist zwar fett und die frisst nur Sahne, Alter, ne, und dann sitzt sie da im Hintergrund, ne, so, und dann sagt der Kommentator, eine Fahrschülerin. Digga, guck mal, wie viele da sind, wie viele Creeper. Kopiert die Kalorien zuvor, ne, dann kloppt die sich da erstmal im Hintergrund noch Sahne wieder rein, Alter. Und der Fahrlehrer, Alter, der denkt sich da auch nur sofort, du siehst einfach nur öfter mal die Gesichter zurück, denkt sich auch nur, Alter. Und sagt so, wir sind hier kein Schnellimbiss, wir sind hier eine Fahrschule, ey, Alter. Alter. Ja, ey, Assi TV beste, ey. Manchmal wirklich, ey, da, keine Ahnung, wenn man morgens Langeweile hat, Assi TV an und dann hat man ein bisschen was zu lachen. Und bei manchen Sachen aber wirklich. Aber teilweise ist es schon so ja, dumm, dass man ja, das geben kann. Ja, teilweise schon, aber echt so, manche Brecher sind dabei, ey, da weiß ich nicht, ey, da fragt man sich wirklich, ne. Gut. Kai? So, hier sind noch. Ja. Hab ich eigentlich Pfeile? Nee, oder? Nee, wo bist du denn schon wieder? Ich bin hier gerade irgendwie so irgendwo. Irgendwo im Nirgendwo. Genau, so in etwa. Wo bist du? Ich kann nicht sehen gerade. Doch, ich seh deinen Namen, bleib stehen. Da. Hab ich dich erschreckt? Nö. Leider nicht. Obwohl ich eigentlich sehr schreckhaft bin, wollte ich sagen. So, ja, aber ich glaube. Ne? Wir laufen da die ganze Zeit vorbei. Ja, wir sind hier schon am End of the Folge. Upsala, pass auf, am End of the Folge. Mal eben kurz einmal noch ein bisschen denglisch hier. Du musst das Zuckerrohr aufnehmen. Bei mir ist ich voll. Hab gedacht, bei dir ist voll. Ja, warte jetzt. Okay, so, zack. So, pass auf, das Creeper. Wow, Alter, ey. Das sah gerade so aus, als hättest du den gar nicht gesehen. Wollen wir noch einen Enderman töten? Bist du bekloppt, Alter? Nicht hingucken. So,
Aber ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Kai auf dem Kanal. Ja, das war jetzt mal eine kleine, kleine Folge über so ein bisschen Asi-TV, über manche behinderte Sachen. Also einfach mal da suchen. Ich habe ein paar Begriffe genannt. Einfach mal bei YouTube oben suchen und dann sich reinziehen und dann einfach sich denken, ne, Alter, ey. Was geht bei denen denn? Genau. Oh, guck mal. Aber der kann unter Wasser schießen, Alter. Ja, kann der auch. Der hat nämlich ein Aim bis zum Abwinken. Gut, okay, dann haut rein. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder bei Kai auf dem Kanal und ciao. Tschüss.